Hereinspaziert, hereinspaziert, all ihr Maskierten und Kostümierten im Gasthaus Sandhofer, denn hier wird getanzt, gespielt und gesungen. Ja, und so hat sich ein Haufen kostümierter, kleiner und großer Menschen versammelt, um einen ganz besonderen Kinderfasching zu feiern. Bei uns ist der Kinderfasching schon ein Selbstläufer, muss ich wirklich sagen. So viele Kinder wie heuer waren schon lange nicht mehr da, es wird immer mehr, alle Jahre. Die Plätze sind reserviert, es ist einfach Tradition und deshalb geht es wirklich gut und ich freue mich, dass so viele Kummer sind und so viele liebe Masken, wenn man da durch die Runden schaut, einfach toll und lieb. Ein richtiges Gewurle war hier auf der Bühne und sorgte für eine lustige Party für alle kleinen Helden von morgen. Und ihr seid heute? Ich bin die Elsa. Anna. Und was bist du heute verkleidet? Aus Leopard. Und hat dieser Leopard auch einen Namen, einen ganz bestimmten? Mhm. Was heißt denn der Leopard? Laria. Er ist Hexe. Okay, was macht eine Hexe so einen ganzen Tag? Die Hexe ist alles. Ich bin der Jack Sparrow. Sehr gut. Was machst du den ganzen Tag? Plündern. Und du bist heute verkleidet als? Katze. Und du bist der Ballett. Was? Also ich glaube, er ist ein Wikinger. Ein Wikinger bist du? Ohne Wikingerhelm. Was bist du heute verkleidet? Rotkäppchen. Was bist du verkleidet heute, Paulina? Als Pinguin. Sehr gut. Wo kommst du her? Als Pinguin? Nordpol. Und wie ist es dort am Nordpol? Kalt. Kinder verkleiden sich also gerne und schlüpfen in die verschiedensten Rollen, nicht nur im Fasching. Da können Perspektiven gewechselt werden. Verschiedenste Tiere, Berufe, Menschen und Fantasiegestalten aus Büchern, Märchen, Serien und Filmen ausprobiert und nachgeahmt werden. Figuren werden zu Rollenbildern und machen ein spielerisches Erproben und Erforschen möglich. Sicher, es ist bei meinen Enkelkindern schon, ne? Wenn sie die schminken oder wenn die Oma sie schminken darf und wenn sie sich verkleiden, das ist einfach lustig und herrlich und selber ist man dann auch noch dabei, das ist schon eine Gaude, ja. Und eins nicht zu vergessen, beim Kostüm sind der Fantasie keinerlei Grenzen gesetzt. Das Wichtigste ist, alles muss glitzern, ballen, Rüschen haben, glänzen, heldenhaft und farbenfroh und ganz besonders auffällig sein.